Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier Karton, da sind so mehrere Sachen drin, dann nehme ich jetzt einfach mal eins raus. Und zwar habe ich hier Smart Wi-Fi LED Birn Color von der Firma Meros. Ein Doppelpack ist das. Und die wollen wir jetzt mal auspacken. Wieso ist das hier vorne so dunkel? Der Tiger will mit auspacken. Und zwar habe ich, da wird auch irgendwo Werbung stehen, habe ich von der Firma Meros die Anfrage bekommen, weil sie meine Videos gesehen haben, ob ich Bock hätte, die auch mal zu testen. Und das passt mir eigentlich super rein, weil genau so eine Birne wollte ich sowieso noch holen für das Kinderzimmer von meiner Tochter. Weil ich habe diese E27 Birnen nur im Kinderzimmer, Küche und Badezimmer. Flur, Wohnzimmer und Schlafzimmer sind diese kleineren. Also das Gewinde, was da drunter ist. Aber egal. Dann packen wir einfach mal aus. Oder vielleicht wird es auch nur ein Video, ich weiß es nicht. Wo war so, ja, aber beim Auspacken, ja gut, wird ein Video und dann ist gut. Und dann werde ich nochmal die Tage ein Video machen, wenn ich sie bei meiner Tochter anbaue, beziehungsweise angebaut habe. Da werde ich dann nur die Lampe filmen, weil ist halt das Zimmer von meiner Tochter. Aber in der Küche und im Badezimmer ist zu wenig Platz für das Stativ und alles. Das kann ich da leider nicht filmen. So. Ich denke, meine Tochter freut sich, sagt, ja, Hauptsache die Birne bleibt dann drinnen. So, so sieht die Birne dann aus. Ich kann ja mal gucken, kann ich hier nicht so ein Stück hier, also könnte vielleicht ein bisschen zu hell sein. Moment, dann kann es weitergehen. So, und da haben wir dann praktisch hier die Birne. Ist doch vielleicht ein bisschen hell. So, hier unten halt das silberne Winde, hier ist grau. Und hier oben eine nicht durchsichtige, also Milchglas, Plastik. Eine E27 Birne. Hier ist dann noch so ein Ding. Also ist eigentlich nichts weltbewegend. Ist einfach eine Birne, eine LED-Birne. Aber wir haben halt zwei von der Sorte. Ich muss die jetzt hier erstmal wieder. So, einpacken. Von der Firma Meros. Und hier haben wir dann auch nochmal QR-Code-Scanner. Also das für die einzelnen Birnen, glaube ich. Und halt auch nochmal erklärt, wie wir die in unsere Meros-App reinbekommen, was eigentlich kinderleicht ist. Also das ist, dafür braucht ihr kein Heft, sage ich euch so, wie das ist. Und dann haben wir hier nochmal ein Heft, wo, glaube ich, das Gleiche drin steht. Nee, ist auch nochmal, also hier, wie man eindreht und ja, technischer Kram, was uns eigentlich nicht so wirklich interessiert. So, können wir auch wieder wegmachen. So, und wir haben eine Energiesparstufe mit A+. Ein Zweierpack ist für Apple Home. Oh. Ich hoffe, Alexa auch. Ja doch, hier an der Kassette ist auch Alexa drauf. Ich hoffe, das funktioniert auch. Werden wir dann testen. Weil normalerweise ist ja nochmal das Alexa-Zeichen drauf. Und die haben auch welche mit dem Apple Home-Zeichen. Und dann da steht aber nur Apple. Na, werden wir gucken. Ja, und dann hier Energiespar und 1,08 $. Och Gott, Mensch, Kater. Also halt noch US-Dollar-Betrag drauf und so. Und ich kann euch sagen, hier steht Meros, die Firma. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt
einige Meeresprodukte bei mir in Benutzung. Das ist doof. So. Ich habe einige Meeresprodukte in Benutzung. Und im Bereich Wi-Fi-Steckdosen. Und ich muss sagen, es gibt Marken, die können es, und gibt Marken, die können es nicht. Ich habe zwei Marken bei mir im Haus verbaut, also hier in der Wohnung verbaut, die wirklich immer ihren Dienst tun. Immer. Das ist Meeros, wo die auch die Lampe machen, und das ist Devolo. Dann habe ich noch andere Marken hier, wo eine Marke würde ich halt eine Stufe drunter stellen, und das ist diese Grounds oder wie die heißen, die haben Probleme mit der Verbindung, dann mal wieder nicht, und je nachdem, wenn man sie hinterm Schrank hat, kriegen sie manchmal keinen richtigen Funk rein und was weiß ich. Und dann gibt es halt noch welche, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, die halt, da geht die App nicht, da geht, da verliert das Funksignal, grottenschlecht. Aber Meeros ist bei den Produkten, die ich hier, ich habe ja mehrere Produkte von Meeros. Ich habe auch von Meeros zwei Nachttischlampen. Also eigentlich Nachttischlampen, aber eine ist halt im Wohnzimmer und eine ist wirklich auf dem Nachttisch, weil ich damit sehr zufrieden bin. Und die machen schönes Licht, die kannst du halt auch über A-Punkt steuern, kannst das Licht steuern, macht ein schönes Licht. Als wohl bei Nachttischlampe, das Weiß ist leider nicht mit bei, das würde ich mir wünschen. Also, oder ein helles, also so ein gelb, warm Weiß. Und das vielleicht ein bisschen heller. Das ist das Einzige, was mir bei dieser Nachttischlampe fehlt, dass es dann halt nicht so hell ist, dass du dann vernünftig was lesen könntest oder so. Also du kannst schon was lesen, aber halt das Gelb und ich weiß nicht. Ist halt nur farbig, was du machen kannst. Ja? Also da würde ich mir dann so ein Warmweiß noch wünschen. Oder vielleicht habe ich es nur nicht hingekriegt, Warmweiß zu aktivieren. Das kann ja auch sein. So, aber nichtsdestotrotz, die werden wir jetzt demnächst testen. Die kommen beiseite und wir machen gleich das nächste Video. Ich habe ja noch ein bisschen was in der Hinterhand. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, wir werden es demnächst wieder anschrauben. Und da kommt dann nochmal ein separates Video. Und dann gucken wir auch mit Verbinden mit der App und ob das alles so leicht läuft und ob das alles top ist. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.